Moinsen und willkommen zu einem weiteren meiner Videos. Hier handelt es sich um ein kleines Spaßvideo für zwischendurch. Und zwar stelle ich meine 15 Lieblings-Pokémon vor. Ich werde kurz versuchen zu begründen, warum, aber in den meisten Fällen ist es einfach eine Geschmacksfrage. Da gibt es nicht viel zu erklären. Na, da es sich alles um Pokémon handelt, wird es sich mit der Musik auf einige wenige Tracks beschränken. Also ja, nehmt es mir nicht übel, dass die Musik nicht sehr variiert. Aber wie gesagt, ist eh nur ein kleines Spaßvideo. Platz 15, Altaria. Altaria hat mir sehr beeindruckt, war vor allem, weil sie schwer zu besiegen war bei dem einen Pokémon-Trainer, den man besiegen musste. Dann habe ich mir mal geguckt, wo man die Vorentwicklung bekommt, habe es mir geholt. Und da Altaria einen sehr starken Angriff hat und vor allem da Altaria fliegen kann und ich für die VM Fliegen sie praktisch brauchte, hatte ich Altaria eigentlich fast immer in meinem Team. Platz 14, Libeldra. Ja, genau wie Altaria kam Libeldra erst in Ruby und Sapphire, war ein Drache und konnte fliegen. Aber was ich an Libeldra so gut fand, ist, dass es ein Drachenboden-Pokémon war. Und das fand ich ziemlich cool, außerdem war es ziemlich stark, also öfter mal im Team gewesen. Platz 13, Kapilz, wieder ein Ruby-Sapphire-Pokémon. Ja, durch diese Zusammenfügung aus Pflanze und Kampf hatte man vielen anderen Typen einen großen Vorteil. Außerdem brauchte man Kampf wegen Unlicht und so weiter. Und da Kapilz einen wirklich hohen Angriffswert hat, ja, habe ich mich öfter für Kapilz als meine Pflanzen-Kampf-Variante entschieden. Platz 12, Tangulist, war für mich ein sehr starkes Pokémon. Es mag stärkere Pflanzen-Pokémon geben, es mag auch stärkere Unlicht-Pokémon geben. Aber allein, dass du durch diese Typkombinierung von beiden ein sehr starkes Pokémon dabei haben konntest, war Tangulist eine sehr gute Auswahl. Außerdem war es einfach ein zuverlässiges Pokémon. Pokémon-Spieler werden wissen, was ich meine. Es hat mir einfach immer gehorcht. Es war immer, hat dich nie in der Verwirrung angegriffen, ist immer schnell aus dem Schlafen gekommen. Es war einfach treu. Platz 11, Lugia. Ja, ich bin eigentlich kein Fan dieser überzichteten Super-Pokémon, weil sie einfach das Gameplay in meinen Augen ein bisschen ruinieren. Allerdings, ja gut, kamen die meisten erst am Ende, so wie Mewtwo. Lugia bekam man allerdings schon recht früh und wenn man Lugia dabei hatte, konnte man gegen die Top 4 am Ende eigentlich kaum verlieren, vor allen Dingen da in Gold und Silber, die Top 4 wirklich, wirklich schwach waren. Trotzdem, allein durch die Kombinierung Flug und Psycho, ich stehe sehr auf Psycho-Pokémon, mochte ich Lugia wirklich gern. Platz 10, Raikou. Ja, Raikou ist aus einem einzigen Grund auf dieser Liste. Und zwar ist es ein starkes Elektro-Pokémon. Klar, man braucht Elektro eigentlich auch fast immer. Aber ich weiß noch ganz genau, als ich das erste Mal Gold und Silber gespielt habe und ich die Hunde freigelassen habe und ich gedacht habe, na toll, die kriegst du ja nie, kam auf einmal Raikou und hat sich gleich beim ersten Mal mit einem Pokémon-Ball, also mit einem Pokéball fangen lassen. Und seitdem liebe ich Raikou. Platz 9, Metagross. Allein die Typkombinierung schon wieder. Stahl und Psycho, was für eine verdammt coole Kombinierung. Der Metagross ist eigentlich untypisch für mich, da der Angriff nicht besonders stark war. Er war okay, aber nicht besonders stark. Aber allein dadurch, dass du mit Metagross eigentlich kaum was abbekommen hast, weil du gegen die meisten Typen immun warst, du hast eigentlich gegen kaum irgendwelche Typen Schwäche gehabt, halt außer gegen Feuer, war Metagross ein sehr starkes Pokémon. Und ach, die Typkombinierung Stahl-Psycho, wie cool. Platz 8, Bisaflor. Ich bin ja eigentlich mehr ein Fan der alten Serien, auch wenn jetzt viele Pokémon aus Ruby und Sapphire dabei sind, hat mir für Blau und Rot natürlich am meisten Spaß gemacht. Und ich liebe einfach diese alten drei Anfangs-Pokémon. Turtok nicht, also ich habe nie mit Turtok gespielt, immer mit Glurak oder Bisaflor. Ja, und hier ist Bisaflor zu sehen.
Platz 7 Geowatts. Ja, damals, als du noch nicht so mit diesem Spiel vertraut warst, da war es einfach von Vorteil, ein Gesteins-Pokémon dabei zu haben, damit du gegen diese ganzen Normal-Pokémon gute Karten hattest. Und ich weiß noch, damals Geowatts zu kriegen war sehr schwer. Das heißt, wir haben uns immer mit 20 Leuten mitten auf die Straße gesetzt, haben uns verlinkt mit unseren Game Boy Pockets und den Linkkabeln und haben uns dann diese Pokémon getauscht, damit wir endlich mal mit diesen coolen Dreierentwicklungen spielen konnten. Platz 6 Gengar. Zu Gengar muss ich, glaube ich, nicht viel sagen. Es ist eines der ältesten und coolsten Pokémon aus der ganzen Reihe. Ein Geist-Pokémon war einfach ziemlich cool, weil du gegen viele Pokémon einen großen Vorteil hattest. Schade allerdings, dass du gegen Psycho-Pokémon total aufs Maul bekommen hast. Aber einfach, da Gengar auch sehr viel lernen konnte, war Gengar so vielseitig einsetzbar und ist einfach eins der coolsten Pokémon. Platz 5 Hundemon. Als dieser Typ Unlicht rausgekommen ist, fand ich ihn auf Anhieb geil. Und Hundemon war dann nicht nur Unlicht, wie eigentlich fast alle anderen, sondern war eben Unlicht und Feuer. Sah einfach irre cool aus, war unglaublich stark, hatte einen hohen Spezialangriff und die Attacke Knirscher war einfach cool. Ich habe mich auf Anhieb in dieses Pokémon verliebt. Platz 4 Glurak. Ja, als ich meine erste Version hatte, die rote Version damals, als ich noch ganz klein war, mit meinem großen grauen Gameboy, da habe ich mit Glumanda angefangen. Und wie cool war das damals, den ersten Glutexo zu haben. Und dann dieses riesige, gewaltige Feuer-Pokémon Glurak. Mittlerweile kann Glurak ja sogar fliegen. Und Glurak war einfach saustark. Ich weiß noch, damals war Schlitzer nämlich ein bisschen verprogrammiert, dass du voll oft einen Volltreffer hattest. Und diese Attacke war einfach overpowered. Das heißt, ich habe eigentlich alles mit meinem Glurak niedergemetzelt. Und einfach, weil es mein erstes Anfangs-Pokémon war, hat man eine natürliche Liebe zu diesem Pokémon. Und wir sind in den Top 3 angekommen. Auf Platz 3 befindet sich Arktos. Eins der edelsten Pokémon. Klar ist Arktos verdammt stark und allein der Typ Eis war am Ende gegen die Drachen unverzichtbar. Aber auch dadurch, dass es fliegen konnte und man immer ein Flug-Pokémon brauchte, befand sich Arktos eigentlich ziemlich oft in meiner Truppe und ich liebe einfach den Typ Eis. Also Eis und Psycho sind meine Lieblingstypen. Jetzt Rossana könnte man denken, wäre mein Traum-Pokémon. Rossana mochte ich aber nicht so. Wie gesagt, Arktos ist einfach ein unglaublich edles, schönes und starkes Pokémon. Platz 2 geht an Gyarados. Eins der stärksten und geilsten Pokémon überhaupt. Ja, damals, als man nicht noch, was weiß ich, was es da heute gibt, Deoxys, Mew, Mewtwo, Lugia, Kyogre und so weiter, diese übertriebenen Zucht-Pokémon. Die sind natürlich stärker, aber damals, als man noch Gyarados hatte und einfach Gyarados, glaube ich, damals den stärksten Angriffswert und mit einem der höchsten Spezialangriffswerte hatte, hast du mit Gyarados alles weggemetzelt bis zum Ende. Das hast du spätestens dann gemerkt, als du gegen Gyarados am Ende antreten musstest und der dir auf einmal alle deine Pokémon weggewichst. Gyarados, ja, ganz knapp nur auf Platz 2, weil es einfach so unglaublich brutal und heftig ist.
Platz 1 geht an ein Pokémon aus meinem Lieblingstyp. An ein Psycho-Pokémon, und zwar an Simsala. Das coolste Pokémon, meiner Meinung nach. Es war schon schwer, Simsala zu bekommen, was es schon ein bisschen exklusiver als die anderen gemacht hat. Und man muss eine Sache bedenken. Als man Pokémon damals neu gespielt hat, da hatte man nicht Mewtwo, da hatte man auch nicht Lugia und diese ganzen anderen übertriebenen Pokémon, sondern da musste man mit den saustarken Pokémon auskommen, die man während des Spiels bekommen hat. Und Simsala konnte man damals auf realistische Weise bekommen. Ähnlich wie Gyarados oder eben andere Pokémon, mit denen man auch wirklich noch gespielt hat und mit denen man nicht nur durch die Aufgaben gerannt ist und die Pokémon-Liga später weggehauen hat. Sondern mit Simsala und mit Gyarados und mit Gengar und solchen Pokémon hat man noch wirklich dieses Abenteuer zum ersten Mal durchlebt. Und deshalb hat man zu diesen Pokémon eben eine etwas engere Bindung als zu diesen ganzen anderen und neueren Pokémon. Und Simsala ist ein Vertreter dieser alten Reihe, wie Gyarados und so weiter und dieser Floh und Glurak. Und da einfach Psycho-Pokémon mein Lieblingstyp waren und Simsala mit den stärksten Spezialangriff überhaupt hatte, habe ich Simsala eigentlich nur immer dabei gehabt. Eigentlich ist Simsala immer in meiner Gruppe. Ja, ich danke an dieser Stelle mal wieder fürs Zuschauen. Nehmt dieses Video nicht zu ernst, es sollte nur ein bisschen Spaß machen. Und denkt dran, das ist nicht die Liste der stärksten Pokémon, die würde anders aussehen, sondern es ist die Liste meiner Lieblings-Pokémon. Ich freue mich über Kommentare, über Abonnements oder über Gefällt mir. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.